Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Ich wurde unter meinem Speedrun, 30 Minuten Speedrun für NG plus 7 gefragt, was ich denn für ein Bild dort benutzt habe. Und ich bin leider erst jetzt dazu gekommen, dazu ein Video aufzunehmen. Aber heute geht es genau um diesen Bild, womit ich den Speedrun gemacht habe. Und das dreht sich alles hier um diese Sternenfallbestienkiefer. Ihr seht schon. Wieso das meine absolute Lieblingswaffe war und für immer bleiben wird. Ich liebe die Waffe einfach über alles. Und ich zeige euch jetzt mal, was ihr alles braucht, um diesem Bild, so wie ich ihn hier habe, zu benutzen und zu spielen. Und wenn ihr gerne mehr solche Videos sehen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Haut gerne mal ein bisschen auf den Like-Button, ob ihr weiterhin Elden Ring sehen wollt. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt mit dem Video. Der Schaden ist halt geistgestört. Ich habe ganz vergessen, wie krank dieser Schaden ist. Ja, was ihr braucht, ist natürlich die Sternenfallbestienkiefer. Den bekommt ihr, wenn ihr die Sternenfallbestie tötet auf Mount Gelmir. Und zwar hier oben. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht zu meiner Lieblingswaffe. Verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Da zeige ich euch ganz genau, wo ihr die Waffe bekommt. Dann spiele ich darauf den Ritualschwert-Talisman, der euren Angriff erhöht, wenn eure LP maximal ist und das Ganze um 10%. Den spiele ich, weil ihr habt ja gerade gesehen, man schießt immer von hinten, weit hinten. Die Mimik geht vorne drauf und von hinten kriegt ihr halt wenig Schaden. Das lohnt sich extrem, wenn man mal auf den Schaden guckt. Ich habe da gerade 1150, wenn ihr den wegmacht, sind das 100 Schaden, der einfach mal weg ist. Das lohnt sich also extrem. Dann dazu den magischen Skorpionstalisman, weil die Waffe skaliert tatsächlich mit Weisheit. Dann das karianische Filigranwappen. Das braucht ihr nicht unbedingt, das gibt keinen Schaden dazu, aber das senkt halt den FP-Verbrauch um 25%. Das finde ich schon ganz, ganz gut. Und endlich mal wieder Scherbe von Alexander dabei. Sehr wichtig. Und was auch wichtig ist, wenn ihr nicht genug Stärke haben solltet, empfehle ich euch, in eure Arznei die Träne zu nehmen, die eure Stärke kurzzeitig erhöht. Und zwar hier kurzzeitiger Stärkeschub. Ich glaube, 3 Minuten hält der sogar. Also der lohnt sich da extrem. Und was ihr da natürlich dazu nehmen könnt, also eigentlich ist es egal, weil es nicht so wichtig ist, weil ihr habt gerade gesehen, ihr greift eh von hinten an. Aber was ich empfehlen würde, ist dass der Gegner schneller seine Dingsbums verliert oder magische Angriffe erhöht. Ich würde, glaube ich, magische Angriffe nehmen, aber was ihr auch nehmen könnt, ist gesprungene Stein, Stachelträne, erleichtertes Angriffen, die Haltung des Gegners zu brechen. Die könnt ihr auch nehmen. Aber wie gesagt, Magie und Stärke, falls ihr nicht genug Magie und Stärke habt, würde ich da empfehlen. Und jetzt zeige ich euch nochmal komplett geboostert mit goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft, ihr kennt das. Und auch mit der Arznei, die bringt aber bei mir nicht mehr so viel, weil ich schon Max-Level habe. Und dann geht ihr einfach drauf mit L2, ist wirklich unkompliziert, sogar 1800. Also ich liebe den Schaden, ich liebe es. Und zack, das Krasse ist, die Waffe macht auch so übertrieben viel Poise-Damage. Das heißt, der Gegner ist meistens nach dem dritten, vierten Schlag gestaggert und liegt auf dem Boden. Extrem krass auch gegen Bosse. Wenn ihr da mehr sehen wollt, empfehle ich euch ganz, ganz dringend meinen 30 Minuten Speedrun, wo ich das ganze Game in 30 Minuten durchgespielt habe, genau mit dieser Waffe im NG plus 7. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt, lasst mich gerne wissen. Ich würde mich sehr über ein Like, über ein Follow auf dem Kanal freuen und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.